und auf einmal komplett alles voller Blut. Yo Leute, was geht ab zu meinem Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein neues Video. Und zwar ist es mal was komplett anderes. Habe ich bisher noch nie gemacht. Und zwar eine Real-Life-Story. Real-Life-Story handelt sich natürlich um mich. Also was mir passiert ist. Warum sollte ich das sonst filmen? Ey. Auf jeden Fall geht es um einen Unfall, bei dem ich gefühlt fast gestorben bin. Es war einfach extrem, ja? Okay? Also diesen Unfall, beziehungsweise die Folgen, die kennt halt niemand von mir. Also dachte ich mir so, ey. Ja. Sage ich euch das einfach mal und dann wisst ihr auch ein bisschen mehr über mich und so. Auf jeden Fall habe ich Bock auf dieses Video. Falls ihr mich noch nicht bei Snapchat und bei Instagram abonniert habt, dann checkt es doch einfach mal hier ab. Wäre auf jeden Fall richtig fresh für euch und ich würde sagen, fangen wir mit dem Video an. Und zwar, das fing halt alles so Anfang Gymnasium an, so 6., 7. Klasse so ungefähr. Ich dachte mir so, ja, spielst du mal mit deinen Freunden ein bisschen Fußball. Macht schon! Also man muss dazu sagen, davor habe ich Fußball gar nicht gemocht. Ich habe davor zwar im Verein gespielt, aber dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann war es der erste richtige Tag, bei dem ich wieder halt gespielt habe. Das allererste Mal gefühlt. Also musste ich erstmal wieder reinkommen, dies, das und so. Ist ja auch komplett egal. Und zwar haben wir hinten auf meiner alten Schule, das war ein Gymnasium, dort war ein riesen Fußballfeld gefühlt. Also riesengroßer Rasen. Platz und auf jeden Fall haben wir da gespielt. Das war ja alles gut und so. Und dann auf einmal musste ich den Ball holen, weil der einen Berg hochgerollt ist. Der wurde nämlich weggeschossen irgendwo nach Meppen. Den musste ich dann halt holen und wie gesagt, ich dachte mir nichts Böses. Dann habe ich ihn geholt, habe ihn wieder zurückgeschossen und dann hat halt fast gefühlt niemand geguckt, glaube ich. Bin ich über so einen richtig fetten Ast gestolpert. Wurde richtig fetten. Ich habe das halt nicht gesehen, weil es war richtig hohes Gras. Das war halt richtig scheiße, ne? Dachte ich mir so, ah fuck, Alter, fällt's jetzt hin, ne? Bin ich hingefallen. Ich habe das so gar nicht mitbekommen. Also ich bin hingefallen und bin so komplett verschwommen wieder, sag ich mal, aufgewacht. Also ich war kurz für gefühlt 2 Sekunden weg und dann bin ich halt wieder aufgewacht. Und dann stand auf einmal ein Kollege, den ich kannte, von der Schule halt, also kein Freund oder so, stand auf einmal vor mir und guckt mich so an und macht halt so. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn? Und dann merke ich so richtig, wie es an meiner Hand so pocht. So richtig übertrieben, ne? Und dann gucke ich meine Hand, die Hand ist es übrigens, gucke ich meine Hand an, auf einmal komplett alles voller Blut. Und wirklich, es hat auch für die Leute, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber es hat auch schon so ein bisschen rausgespritzt. Also es war wirklich richtig eklig. Und dann dachte ich mir so, Alter, fuck, ne? Ich war eigentlich relativ entspannt, also ich habe nicht rumgeschrien oder so, also glaube ich zumindest. Und bin dann halt sofort zum Lehrer gegangen. Er ist so entspannt, so als wäre nicht so, gehst du einfach mal hier so vorbei, so, ne? Gucken mich so an und sehen so, Alter, fuck, ne? Und dann bin ich halt ins Lehrerzimmer gegangen und die haben mich direkt zum Sanitätsraum geschickt, was halt so viel gebracht hat. Also schon was gebracht, aber wirklich, man kennt es ja, Sanitätsräume. Da war so ein langer Gang, der ging ungefähr, ach keine Ahnung, so 200 Meter. Und den musste ich erstmal komplett runter eiern. Ich sehe schon im Hintergrund, so, ich habe mich so einmal umgedreht und da wollte gucken, wer hinter mir ist. Erstmal die ganze Schule und ganz vorne die Putzfrau, die immer mein Blut weggewischt hat. Also ich habe sozusagen eine kleine Spur hinterlassen. Na, klein war sie nicht, aber auf jeden Fall haben die mir dann einen Verband um meine Hand gemacht. Da die ganze Zeit wieder durchgeblutet und so. Immer, immer und immer mehr. Der ganze Boden, also es war ein kleiner Sanitätsraum. Wirklich ein ganz kleiner Raum, wie ein Abstellraum. Ey, der ganze Boden, das kann man sich nicht vorstellen. Der ganze Boden war komplett voller Blut. Also wirklich komplett, also den Boden hast du kaum erkannt. Kamen schon noch welche aus meiner Klasse, haben das alles so sauber gemacht und so. Und Putzfrau natürlich auch, die war wie immer am Start. Was soll der Scheiß? Weg da! Ja, auf jeden Fall bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, wurde notoperiert. Hat sich dann herausgestellt. Ich wusste halt nicht, worin ich gefallen bin. Da war halt erstmal voll verwundert. Wurde mir gesagt, dass ich in 3 gebrochene Flaschen, Glasflaschen reingefallen bin. Und das waren jetzt nicht so normale Flaschen, das waren so mit so einem Boden. Also so ganz schlimm. Die ganz fetten alten Sprite- und Fanta-Flaschen. Vielleicht kennt die ein oder andere ja vielleicht nochmal. Ich blende es mal kurz hier ein. Aber da bin ich halt reingefallen und wirklich, ich zeige euch mal gleich, wie es aussieht. Das war wirklich richtig knapp an der Pulsart. Also wirklich komplett knapp. Und dann wurde ich halt da notoperiert. Wurde mir gesagt, dass da noch Glas drin ist nach der OP. Das heißt, nochmal operieren lassen nach einem halben Jahr, glaube ich. Haben sie natürlich dann wieder verkackt und ist immer noch drin. Also ist es jetzt bis heute noch drin. Und das ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre her oder 4 Jahre her. Ich zeige euch mal ganz kurz. So, ich glaube, man kann das hier sehen. Die Narbe fängt hier unten an, also fast an der Pulsader. Und geht hier, hier und hier. Und es sieht aus wie eine Harry Potter Narbe. Oder hier wie ein A. Auf jeden Fall war das schon wirklich richtig übertrieben. Also sowas habe ich halt noch nie davor irgendwie erlebt oder so. So mit viel Blut. Also ey, wirklich, ich hab hier noch Bilder von meinem richtig geilen iPod, wie das aussah nach der OP.
Das will ich lieber nicht hier reinstellen, aber ich zeige euch mal das, nachdem mein Gips das erste Mal, aber ich musste halt so einen Gips und einen Verband tragen. Ich zeige euch mal lieber ein Bild, wie es nach dem ersten Mal nach dem Verband aussah, als er geöffnet wurde. Für die Zuschauer, die das nicht sehen können, spult einfach bis zur Minute, keine Ahnung, vor, das wird jetzt nicht abgeblendet. Ja, auf jeden Fall hat man gesehen, dass es halt schon eklig aussah. Also das war schon echt krank. Vor allem dann die Fäden ziehen, Junge, das war... Ciao, alter Junge. Dann habe ich halt noch richtig viele, daran kann ich mich auch erinnern, die habe ich bis heute noch. Ganz viele gute Besserungen von meiner Schule und Klasse bekommen. Und das war schon echt, was Krasses, ey. Wie gesagt, die Narbe habe ich bis heute. Ja, die ähnelt halt ein bisschen so ein Harry Potter Zeichen, ne? Vielleicht könnte ich ja... Damn. Nein, na wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch die ganzen gute Besserungswünsche noch von meiner Schule und von meiner Klasse noch alles aufbewahrt. Chillig von der Schule, dass sie einfach so einfach in der Schule rumliegen haben, ohne das zu checken. Ich meine, okay, es war hohes Gras und so, hätte man nicht sehen können, aber trotzdem, ich meine, da muss man doch wissen. Dafür gibt es doch Schulaufseher. Die haben übrigens nicht gemacht, also alle Lehrer standen rundum da. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen, so wie sie war. Wie gesagt, war schon ein bisschen, also nicht ein bisschen richtig scheiße immer noch. Ich habe immer noch Glas hier drin, so kleine Stücke, merke ich auch ein bisschen. Na, auf jeden Fall, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht, mich auf Snapchat und auf Instagram zu abonnieren. Da seht ihr immer, wann ich Videos filme, was für Videos und so. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also wirklich, macht das auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da, würde mich auch riesig freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich weiß nicht warum, abonniert einfach meinen Kanal. Würde mich echt richtig freuen. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr Videos zu pushen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung dazu, was ihr von dem Unfall haltet. Ob ihr das jetzt lachhaft findet oder so. Also für mich war es auf jeden Fall schon echt extrem. Kommentiert das Video, wie ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.